Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest den Katalysator aus dem Easy-to-Fit-Kit von Frau Rizier, der im Video verwendet wurde, im Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Trenne die Batterie ab. Für den Katalysatorenwechsel an deinem Fahrzeug musst du seinen vorderen Teil anheben. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial "Deinen Wagen sicher anheben" anzuschauen. Um Zugriff auf den Katalysator deines Fahrzeugs zu haben, musst du die vordere Frontstoßstange entfernen. Löse zuerst die drei Schrauben auf der Oberseite der Stoßstange mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz. Löse dann die Schraube am Kotflügel auf beiden Seiten des Fahrzeugs. Und schließlich die fünf Schrauben, die die Unterseite der Stoßstange befestigen. Deine Stoßstange liegt nun frei. Ziehe auf Höhe des Kotflügels leicht daran, um sie zu lösen. Drücke mit einem Flachkopfschraubenzieher die Plastiknieten am Kotflügel ein, die die Stoßstange befestigen. Entferne die Stoßstange. Du kannst nun den Katalysator sehen. Trenne zuerst die Lambda-Sonde, die oben am Katalysator angeschraubt ist, indem du auf den Verriegelungsstift drückst und daran ziehst. Du kannst nun die Sonde mit einem 22er Maulschlüssel lösen und sie entfernen. Lege dich unter das Fahrzeug und schraube an der Verbindungsstelle zwischen Katalysator und Abgasanlage die beiden Bolzen des Abgasflansches mit einem Steckschlüssel und einem 13 mm Einsatz ab. Trenne dann die beiden Elemente, indem du sie mit einem langen Schraubenzieher oder einem Brecheisen auseinanderhebelst. Löse dann mit einem Steckschlüssel, einer langen Verlängerung und einem 13 mm Einsatz die beiden Muttern und die Schrauben, die den Katalysator am Abgaskrümmer befestigen. Sobald sie abgeschraubt sind, schraube auch die Abstützung des Katalysators ab. Dein Katalysator ist jetzt freigelegt. Du musst ihn von der Vorderseite des Wagens aus durch den Zwischenraum beim Kühler herausnehmen. Vergiss nicht, die alte Dichtung herauszunehmen. Du kannst die Hitzeschilde vom alten Katalysator abnehmen, um sie am neuen Katalysator anzubringen. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich.
Der Easy-to-Fit-Katalysator, der im Video verwendet wurde, wird mit dem gesamten, auf den Motor und die Abgasanlage abgestimmten Montagezubehör geliefert, sodass du dir keine Sorgen um fehlende Elemente oder Kompatibilitätsprobleme machen musst, die dich daran hindern könnten, den Vorgang erfolgreich auszuführen. Installiere zuerst die zuvor abgenommenen Hitzeschilder am neuen Katalysator. Reinige die Dichtungsfläche zwischen dem Motor und dem Katalysator. Nimm dir dann die neue Dichtung zur Hand, die im Kit mit dabei ist, und baue sie ein. Nimm dir dann den im Easy-to-Fit-Kit mitgelieferten Dichtungsring zur Hand und installiere ihn auf dem Katalysator. Nimm dir den neuen Katalysator zur Hand und setze ihn so ein, wie du den alten herausgenommen hast, indem du ihn in den Abgasflansch schiebst und ihn auf die Schrauben am Abgaskrümmer legst. Sobald er richtig platziert ist, nimm dir die beiden Muttern und Schrauben aus dem Kit und schraube den Katalysator wieder an. Ziehe die Schrauben zunächst von Hand an und dann mit dem Steckschlüssel und dem 13 mm Einsatz. Es ist wichtig, die Schrauben schrittweise anzuziehen, damit das Ganze komplett dicht wird, und am Schluss einen Drehmomentschlüssel zu verwenden. Nimm dir die neue Schraube der Abstützung zur Hand und schraube sie wieder an. Ziehe die seitliche Schraube der Abstützung vollständig fest. Nimm dir die Schalldämpferfedern und die neuen Abgasflanschschrauben zur Hand. Fixiere den Flansch wieder mit den Schrauben und ziehe eine nach der anderen schrittweise an, bis du den Gewindeanschlag erreichst. Schraube ihn schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Der Einbau des neuen Katalysators ist nun beendet. Schraube die Lambda-Sonde mit dem 22er Maulschlüssel wieder an die neue Abgasanlage an und schließe die Sonde dann an. Du kannst jetzt die Stoßstange wieder anbringen. Setze sie zunächst wieder in die Plastiknieten der Kotflügel ein. Schraube dann alle zuvor entfernten Schrauben wieder fest. Nun kannst du das Auto wieder auf den Boden stellen. Schließe die Batterie wieder an. Bei einigen Fahrzeugen kann es notwendig sein, im Bordcomputer anzugeben, dass der Katalysator gewechselt wurde, um eine optimale Nutzung des Fahrzeugs zu gewährleisten. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.